damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Rock in der nächsten Aufnahme. Heute mal tagsüber und nicht abends. Ich muss spät arbeiten und bin allein zu Hause, Kevin allein zu Hause. Also, was macht man da richtig? Man zockt. So. Wir befinden uns hier in New York. So, Punkt 1. Punkt 2, was können wir in New York noch Schönes machen? Viel renovieren auf jeden Fall. Frage ist natürlich, wie steht unser Renovierungsbudget? Gucken wir mal hier. Das kann man sich leisten. Das auch. Oh, auch noch. Nein. Aber diese Dreierkette an Renovierung könnten wir uns leisten und hier hinten. Nicht mehr. Die brauchen jetzt alle Metall, verletzend. Warum brauchen die alle Metall? Okay. So, einmal hier hin. Grund für das Verhalten von mir jetzt ist, Profit, ne? Bringt halt Geld, wenn wir das so machen. Moment, erstmal ist hier irgendwo eine Kiste. Steht wahrscheinlich da oben. Ganz offensichtlich. So offensichtlich, dass man sie keiner findet. Knacken wir die hier auch nochmal. Jay, diese Munitionskiste und so. Danke. Dann gibt es da oben einmal Wohlstand irgendwo auf dem Schiff. Garantiert oben auf dem Mittelmast. Einfach aus Prinzip. So. Okay, klettern wir mal hoch, ist ja kein Problem. Wäre nicht das erste Mal, nur eins das erste Mal, dass wir es machen, ohne das Schiff, das wir beklettern, plündern zu wollen, aber hey. Shay, aufpassen. Pass auf. So. Renovierung ist in die Richtung, aber Flachkörper ist in die Richtung. Na, Scheiße. Ja. Was soll man dazu sagen? Das ist einfach mal so unrealistisch. Ey, an dem, wenn ihr 50 Meter in die Tiefe fallt und euch dann mit den Armen in einer Holzkiste festhaltet, müssten euch die Arme wie Streichhölzer abreißen. Von der Kraft. Ganz zu schweigen davon, dass natürlich die ganze Kiste um euch, Kisten um euch rum alle zertrümmert werden, aber nein. Sie bleiben dran hängen und das war's dann. Hammer! So. Sieht jetzt doch schon mal viel schöner aus hier in Lower Manhattan. So, nächste Baustelle, die wir uns überlegt hatten, war hier hinten, ne? Können wir uns das so leisten? 10, 30, 10. Ja, das können wir uns hervorragend leisten. Keep your eyes peeled, man. Ja, ja. Ja, ja, es sind immer noch irgendwo Franzosen. Das ist leider überall auf der Welt so. Die sind überall diese Franzosen. Nein, ich hab nichts gegen Franzosen. Jeder sollte sich halten. Was? Nein. Du kannst das ja ruhig. Ja, ja. Ja, ja, ihr seid irgendwo noch Frenchmen. Schon klar. Englishmen, Frenchmen, die machen sich aber auch einfach mit der Nomenklatur hier. Ja, komm, renovier. ...7.700 alle 20 Minuten, das ist schon mal sehr geil. So, können wir jetzt die Renovierung noch leisten? Gerade eben noch so, okay. Weg da, Leute, aus dem Weg. Lass mich Arzt, ich bin durch. Ich höre doch schon wieder Schleicher. Keine Ahnung.
sind wir scheinbar ziemlich dicht dran vorbei. Okay, hier ist wieder einer irgendwo. Jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht so gerne nur... Haha, verkackt. Hat sie original ihre Luftattentat verkackt, geil. So. Ach komm, Leute. Wollt ihr das wirklich? Nein, wollt ihr nicht. Stevens Farm, 3 von 11 Truhen, oh Gott. Ja, die Erkundung von New York wird noch richtig lustig. Hallo. Deckung, Shay. Menschlicher Schild, komm. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir da oben immer noch einen Schützen stehen, den müssen wir ausschalten. Den haben wir ausgeschaltet. So, den haben wir auch mal ausgeschaltet. Ist jedoch alles... Plong. Ach, Freunde, wisst ihr was? Ich bin heute... in sehr entgegenkommender Stimmung. Ich suche euch, um euch zu töten, nicht ihr mich, um euch zu töten, um getötet zu werden. Ergebnis ist zwar das gleiche, aber... naja, egal. Geronimo! Plong. Ihr wollt uns beim Aufbau dieser schönen Stadt helfen? Ja, unbedingt, deswegen bin ich hier. Keep your eyes peeled, man. There can still be French lurking about. Alle 20 Minuten. Immer noch 7700, ey. Wie hat sich das denn gerechnet, ey? Ey, der Schwede. Also, Renovierungen. Können wir uns nicht mehr leisten. Können wir uns nicht mehr leisten? Nein. Nein. Oh? Nee. Diese Renovierung können wir uns noch leisten. Machen wir nochmal schnell. Das Material mal rausgekommen für was anderes als das Schiff. Es rechnet sich ja auf die Dauer, ne Leute? Es rechnet sich ja. Auf die Erkundung von New York freue ich mich schon. Also wenn wir hier alles einsammeln an Kisten, Schatz, Schätzen und weiß der Geier was. Ja, das wird schon geil. Das wird schon sehr geil. Freue ich mich sehr drauf. Und Philipp. Ich habe tatsächlich gleich etwas vor, was so überhaupt nichts mit der Story zu tun hat. Und zwar finde ich es Shay dafür, dass wir schon so weit in der Story fortgeschritten sind. Was Waffen angeht, Pistolen, Schwerter, keine Frage, sind wir gut ausgerüstet. Wo wir aber noch nicht gut ausgerüstet sind, sind irgendwelche Upgrades. Hinsichtlich Lebensanzeige, also Gesundheit und dergleichen. Und da würde ich ganz gerne ein bisschen jagen gehen. Dafür brauchen wir eine Liste, wie viel wir wovon jagen müssen. 9.499 alle 20 Minuten. Alter Schwede, wir haben gerade durch das Renovieren unserer 20 Minuten Einkommen über 2.000 Pfund gesteigert. Alter Schwede. Pling. So. Also, Anfertigung, Shay-Verbesserung. Das haben wir schon, das haben wir schon. Verfügbar, genau, das ist das, was ist bei nicht verfügbar? Alles, was wir schon haben, sozusagen, ne? Keine Ahnung. Verfügbar, genau, so. Das haben wir noch nicht. Fangen wir doch mal gleich an. Moment. Ich brauche einen. Das machen wir jetzt mal hier so richtig live unplugged. Also, wir brauchen Polarhasen. Ich schreibe mir das hier gerade so auf, handschriftlich.
2. Dann der Kanada Lux. Auch davon brauchen wir 2. Nächstes. Okay. Grauwolf. Haben wir bis dato 6 und wir brauchen bisher 2. Dann Schwertwale. Ich finde, wir gehen gleich 2 Schwertwale jagen, weil dann können wir uns ein Gesundheitsupgrade kaufen. Bauen, wie auch immer. So. Gesundheitsupgrade 4. Schwarzwolf. Die hatten wir doch gestern auf irgendeiner Insel. Da haben sie uns aber scheinbar die 2, die wir erbeutet haben, durch die Jagd wieder aberkannt, weil es eine Mission war. Schwarzwolf 2. Und dann Narwal noch 1. Okay. Kriegen wir hin. Beute für Wurffall. Grauwolf. Können wir mal so unsere Liste hinzufügen. Buckelwal. Buckelwal. Brauchen wir auch hier 2. Ich sag mal, wir brauchen immer 2. Kanada-Lux. Können wir nochmal einen dritten hinzufügen? Polarfuchs. Brauchen wir auch 1. Polarwolf. Das sind alles Sachen, die wir definitiv nicht im River Valley finden. Und ostkanadischer Elch. Kanadischer Elch. Auch hier brauchen wir noch 2. Rotwild. Ich notiere es mir vorsichtshalber trotzdem einmal. Rotwild. Haben wir bisher einen und wir brauchen einen. Polarhasen. Brauchen wir noch mal einen dritten. Eisbären. Haben wir bisher 2 und bisher sind auch 2 erforderlich gewesen. Rotwild noch einmal. Weißwal. 2. Schwarzwolf nochmal 2. Und Schwertwal nochmal 2. Haben wir. Schwertwal nochmal einen. Ein Biber. Haben wir im Moment 1, 2, 3, 4 und wir brauchen bis dato nur einen. Polarwolf. Polarwolf. Nochmal 2. Ostkanadischer Elch. Auch nochmal 2. Rotwild nochmal einen. Kanadischer Lux. Wo ist er? Der Kanada-Lux. Da oben. Ich baue hier gerade so eine Strichliste auf. Polarhasen. Oh Gott, 5 Polarhasen. Wir werden sie ausrotten in dem Gebiet hier. Buckelwal. Nochmal 2. Juhu, Wale jagen. Finde ich immer gut. Schwarzbären. Quatsch, haben wir einen und brauchen 2. Eisbär. Nochmal 2. Weißwal. Der weiße Wal. Nochmal 2. Einfach ganz normal der normale Fuchs. Okay. Brauchen wir noch einen. Und Schwertwal. Noch einen 6. Oh Gott. Werden sie so ausrotten. Ostkanadischer Elch. Nochmal 2. Narwalstoßzahn. Nochmal 2. Schwarzbären nochmal 1. Buckelwal nochmal 1. Na, oh Gott, noch mehr Narwale, ey. 2 ostkanadische Elche. Und nochmal 2 Narwale. Haifisch. Okay, wo kriegen wir denn Hai her? Naja. Brauchen wir einen. Okay. Und nochmal ein Grauwolf. Ach Quatsch, ich habe einen Fehler in der Liste gemacht.
Grauwolf haben wir viele, Biber, Eisbär, Rotwild, Narwal haben wir doch einen, ne? Ja. Okay. Dann Splittergranatenwirksamkeit. Splittergranatenwirksamkeit nochmal zweimal Eisbär. Zweimal Schwarzbär. Schwarzbär haben wir auch. Ne, Schwarzbär brauchen wir. 2, 3, 4, 5 und wir haben 2. Schön, wenn man seine eigene Liste richtig lesen kann. Jägermontur. Oh Gott. Grauwolf. Nochmal 2. Und Polarwolf. 3. Darf man sich nicht wundern, dass die Wölfe ausgestorben sind, ey. Nochmal 2-mal Haifisch. 2-mal Schwertwalehaut. Arktischer Entdecker. 3-mal Narwalstoß. Oh Gott. 6, 7, 8. Nochmal Eisbären. Dött. Grenzermontur. Nochmal 4-mal Schwarzbärenfell. Was ist bei euch nicht richtig? 2-mal Schwarzwolf. Okay. Also, wenn ich meine Liste jetzt richtig erstellt habe, brauchen wir 5 Polarhasen, 4 Kanadaluchse, noch einen Grauwolf, theoretisch 7, aber 6 haben wir schon. Jetzt kommt's, 8-mal Schwertwal. Vielleicht teilen wir erstmal eine etwas übersichtlichere Liste durch Querstriche. Das hatte ich gerade als letztes gesagt, 8-mal Schwertwal, ne? Ja. Dann noch 6-mal den Schwarzwolf. Noch 7-mal den Narwal. 5-mal den Buckelwal. Einen einzigen Polarfuchs. Das ist okay, schon die Bestände. 7 Polarwölfe, die werden danach ausgestorben sein. Ostkanadische Elche, 8 Stück. Selbiges gilt für diese. Rotwild brauchen wir noch 2, das ist okay. Eisbär noch 2, weniger 9, 7. Weißwale 4. Biber haben wir 3 Fälle mehr, als wir brauchen. Das ist, glaube ich, das erste Tier, wo das zutrifft. Schwarzbär. Nee. Schwarzbär brauchen wir 5 und wir haben 6. Nee. Ah, oh, da habe ich die Liste falsch gemacht. Wir haben 2 und wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schwarzbären. Füchse brauchen wir 1 und Haie 3. Großer Gott, ey. Das ist ja für die ganze Tierwelt dieses Kontinents, die wir dann außen, die wir dann jagen müssen. 2-mal Schwarzbär, 2-mal Eisbär. Habe ich mir das markiert, dass wir das haben? Ja. Ja gut, das können wir, brauchen wir erstmal nicht herstellen. Wichtig immer die Gesundheitsupgrades. 2-mal Schwertwal, 1-mal Narwal, 2-mal Schwarzwolf. Okay, das kriegen wir noch hin. Schauen wir mal. Schwarzwolf hatten wir gerade gestern Abend noch im River Valley gejagt. Ich glaube, es war auf dieser Insel. Ja. Da hinten ist der Schwarzwolf. Können wir das renovieren, by the way? Können wir nicht. Aber da ist auf jeden Fall der Schwarzwolf auf dieser Insel. Dann würde ich sagen, geht's jetzt erstmal dahin. Theoretisch brauchen wir insgesamt 6 von diesen Gentlemen, aber mir reicht es ja erstmal, wenn wir 2 Stück für die... für das Gesundheitsupgrade kriegen. Damit wäre ja schon mal viel gewonnen. Ich bin mir auch sicher, die Liste hat bestimmt, habe ich gerade den einen oder anderen Fehler gemacht, aber wenn wir diese Liste abgearbeitet haben, haben wir es zumindest auf ein überschaubares Maß mal eingekürzt. Und die paar Fälle, die dann noch fehlen, kriegen wir auch irgendwie so noch zusammen.
Ach, Shay, bist du ein Mann oder eine Muschi? So. Einfach, weil wir es können.